Hallo Freunde, willkommen zurück bei XCOM. Yay, letzte Mission war ja unglaublich spannend. Wir haben jede Menge Zeit in der Basis verbracht. Aber wir haben wichtige Sachen gemacht. Wir haben Satelliten gebaut, wir haben die Truppen mal ausgezeichnet mit Orden und so weiter und so fort. Aber, ja, no rest for the wicked. Wir haben keine Verschnaufpause. Stattdessen einen schweren oder sogar sehr schweren Einsatz in Mexiko, wo der Paniklevel schon wirklich wahnsinnig hoch ist. Fliegen wir mal los. Ich bin gespannt. Gerade mit den Scharfschützen ist es ja nicht immer so ganz einfach. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Nicht jede Karte eignet sich gut für Scharfschützen. Mexiko ist das Ziel der nächsten Mission. Die Aliens suchen sich weiterhin in mehreren Großstädten überall auf dem Globus Zivilisten als Entführungsopfer. Wir müssen schnellstens Truppen dahin entsenden. Jo, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Und mir fällt gerade eben ein, hatte ich nicht in der letzten Mission gesagt, keinen Rekruten, sondern einen schweren Soldaten? Wollte ich ihm nicht einfach noch eine Schalenrüstung geben und ist es doch ein Rekrut dabei? Sorry, Veri. Oh, verdammt. Okay, schalten Sie alle gegnerischen Ziele aus. Klare Sache das. Und finden und sichern Sie Meldkanister. Da haben wir mal wieder die Chance, ein paar Meld einzusammeln. Auch nicht schlecht. Gut. Saubere Landung, mein Freund. Saubere Landung. Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Das ist eine sehr schmale Karte. Grünes Licht für den Einsatz. Dafür wird sie wahrscheinlich ewig lang sein. Oh, geht noch. Relativ kleine Karte, muss ich sagen. Muss aber nicht schlecht sein, ganz im Ernst. Gut, schauen wir mal. Das Wrack hier ist schon ausgebrannt. Das fliegt uns nicht mehr um die Ohren. Wir starten mal gleich richtig offensiv. Einfach weil sie da vorne als Feldposten noch die Chance hat, direkt von Anfang Feuerschutz zu geben. Das hier ist unser Azubi, möchte ich mal sagen. Den halten wir zurück. Der sollte nach Möglichkeit überleben. Wäre sehr, sehr schön. Gut, Wardog. Nein, das ist Marvin. Marvin, okay. Das geht mal hin. Overwatch, natürlich. Jetzt aber Wardog. Wie weit geht's hier? Nicht mehr so weit. Also bis hier könnten maximal noch die Aliens sein. Den Rest sehen wir. Dann arbeiten wir mit ihm auch mal etwas offensiver. Bis wir das wieder brauchen, ist es wieder verfügbar. Da hat er auch richtig gute Deckung. Ich habe noch nie ein explodierendes Bushäuschen gesehen, also da halte ich ihn auch für relativ sicher. Hier gefällt mir halt nicht, dass sie total offen rumsteht, mitten auf freier Fläche. Wir schauen mal, dass wir das hier zu ihrer Basis machen, hier hinten. Und sie hat ja auch schon die Feldsicht, oder? Nein, hat sie nicht, sie ist nur Soldatin. Oh, verdammt, das wird hart. Gut, meld in diese Richtung. Ah ja, schon gesehen. Das Autowrack ist relativ groß. Uiui. Jep, wissen wir. Danke, Mädel. Drei Runden noch Zeit. Das klingt machbar. Das war die erste Runde. Beziehungsweise, nächste Runde geht's hierher und danach dort und in das Polizeiauto. Wie man das in Hollywood immer mal so sieht. So. Möglichst weg von Autos, die noch explodieren können. Da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Bin ich nicht scharf drauf, das zu wiederholen.
Ja, ihn möchte ich erstmal dazu nutzen, um hier die linke Flanke zumindest zu erkunden und ein bisschen Deckung zu bieten in die Richtung. Da sie noch keine Truppsicht hat, haben wir da nicht viel Wahl, als sie hinterherlaufen zu lassen. Weil ihre eigene Sicht ist doch recht eingeschränkt. Und da ist schon der zweite Meldbehälter. Super Sache. Gut, nächste Runde können wir uns den Meldbehälter schnappen. Noch keine Aliens. Okay. Das könnte eine von den Missionen sein, wo einem die Aliens in den Rücken hüpfen, sobald welche auftauchen. Da ist er vielleicht ein bisschen weit weg von unseren Leuten. Und er ist einer der letzten, die dran sind in der Runde. Da möchte ich nicht zu sehr vorrücken, weil wenn der Sachen aufdeckt, kann ihm keiner helfen. Aus dem gleichen Grund rücke ich jetzt mal nicht noch weiter mit den Mechsoldaten vor. Wir haben den Meldbehälter gesichtet, wir haben unseren Soldaten dort platziert. Gehen wir es ruhig an, dann bringen wir auch alle Leute nach Hause. Okay, los geht's. Da hinten ist der nächste Meldbehälter, hinter dem LKW. Vier Felder, schätze ich. So, die Frage ist, wir bräuchten maximal oder im optimalsten Fall 3 Runden, um ihn noch zu erreichen. Wir können uns kein Bild von dem Ding machen. Seine Bewegungen sind so unbeständig. Mein Team würde das Ding bestimmt gerne in die Finger kriegen. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Das Ding würde uns auch wahnsinnig gerne in die Finger kriegen. Okay, da haben wir die erste Flugscheibe. Richtig hässlich, diese Dinger. Diese Flieger können die Flugscheiben reparieren. Wäre also eigentlich keine so schlechte Idee, die auszuschalten. Was man aber nicht vergessen darf, irgendwo hier drüben hüpfen noch diese getarnten Dinger rum. Deshalb ziehe ich die Soldaten mal wieder alle zusammen und gehe möglichst auf Overwatch, damit die sich gegenseitig Feuerschutz geben können, wenn diese getarnten auftauchen. ...40% ist nicht viel. Wir können es aber mal so probieren. Gut, bisschen Schaden haben wir gemacht. Feine Sache. Und nochmal Feldposten. Ja, der Mechsoldat kann ja nicht gewürgt werden. Das Ding hat es hinter sich. Oder nicht? Na? Na? Leute, macht's nicht so spannend! Ja, das Ding hat's hinter sich. Sehr gut, Rekrut geschützt. Jetzt kommt die Flugscheibe. Der Bossgegner in dem Level, deshalb ist es sehr schwer. Ich glaube, wir verlieren einen Rekrut. Ja, wie gesagt, repariert und das nicht zu knapp. Die Flugscheibe wird richtig, richtig heftig. Okay. Als erstes ziehen wir natürlich den Rekruten daraus.
Ja, so weit weg. Noch ein Treffer übersteht er nicht. Von ganz egal, was da kommt. Ich habe eine Idee mit Marvin. Und ja, ich weiß, das Polizeiauto explodiert. Ich hoffe einfach, dass es nicht so weit explodiert. Oh, verdammt. Warum sind die immun? Das wird lustig. Gut, 66% Trefferchance. Das sollten wir hinkriegen. Hau rein, Mann. ...75% Trefferchance und 45% Crit-Chance. Ja, wir nehmen alles mit. Im Optimalfall kriegen wir es nämlich diese Runde kaputt mit dem explodierenden Auto. Das ist jedenfalls der Plan. Okay. Oh, hoffentlich bereue ich das nicht. Oh, hoffentlich bereue ich das nicht. Ja, auch mit Schnellfeuer 73% Trefferchance. Das ist, denke ich, ganz gut. Und wir haben 2 Schuss, vergesst das nicht. Also gut, rotzen wir das Ding weg. Positiv, bei der Explosion ist keiner von uns zu Schaden gekommen. Negativ, leider auch kein Alien. Oh. 9, und das war nicht mal kritisch. Leute. Ja, deshalb, da wünsche ich mir eigentlich immer wieder einen Nahkampf-Mech bei solchen Dingern. Weil die 12 Schaden, das merken die. Gut, niedergehalten bedeutet, sobald wir den jetzt bewegen, kriegt er Schaden. Gut, vom Rekruten können wir uns praktisch verabschieden. Nett. Ist das nicht. Er müsste nachladen. Ganz schlecht. Das ist jetzt wirklich blödes Timing. Ich probiere es nochmal mit dem Flammenwerfer. Er hat nämlich die Chance, eventuell bei beiden das Niederhalten zu beenden. Wenn es denn passt. Nein, leider nicht. Der zweite war zu weit weg. ...71% Trefferchance müsste reichen. Wir probieren es. Hat gereicht. Gut. Das heißt, unser Rekrut hat noch eine Runde zu leben. Sie ist noch niedergehalten. Er nicht. Und hier, also diese kleinen Dinger habe ich noch nie angreifen sehen. Deshalb werde ich die jetzt erstmal ein bisschen ignorieren. Ich weiß, ist jetzt vielleicht nicht das Cleverste. Man könnte stattdessen vielleicht versuchen, die beiden zu erledigen. Aber ich muss die Flugscheibe jetzt erledigen, sonst ist sie hinüber. Nächste Runde. Okay. Tun wir mal, was wir können. Zu wenig Munition für beides. Ein Schuss nur.
Das klappt nie im Leben. Gut, wir bringen sie erstmal weg von dort. Weil noch ein Treffer von diesem, von dieser Flugscheibe überlebt sie nicht. Immerhin haben wir so noch was geknackt gekriegt. So, wie schaut's aus? 53% ist zu wenig gegen das Ding und der Schaden reicht auch nicht. Das heißt, wir machen uns davon. Und ja, ich weiß, Wardog kriegt es jetzt richtig dick ab. Aber er hat noch keinen... Oh, verdammt. Den zweiten hatte ich vergessen. Das ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Ja, da gibt es schwere Soldaten, die erhalten mit ihrer Rakete später noch Boni auf Roboterziele. Ich dachte nur nicht, dass die Roboter jetzt schon auftauchen. Gut, getroffen haben wir. Das heißt, das Wirken ist unterbrochen. Jetzt kann sie sich selbst helfen. Was zur Hölle? Irgendwas stimmt da gerade nicht. Hallo? Ah ja. Ganz, ganz großes Kino. Okay. Super. Wardog ist so gut wie hinüber. Sturm und Schuss ist noch nicht verfügbar und Munition hat er auch keine. Die Flugscheibe ist schon wieder voll geheilt, der Drohnen sei Dank. Das heißt, als nächstes müssen die Drohnen auf jeden Fall verschwinden. Er führt keinen Weg dran vorbei. Ja, und damit er nicht nochmal was abkriegt, muss er eigentlich weit, weit weg, aber da muss er sprinten, kann nicht nachladen. Rein in den Laster. In der Hoffnung, dass die Flugscheibe ihn da in Ruhe lässt. Na super. Ja, eine der ersten Versionen des Spiels war so, dass Laserwaffen nicht nachgeladen werden mussten. Das wäre natürlich eine feine Sache. Ganz klar. Möglichst Abstand zur Flugscheibe bringen und alles mal nachladen. Es lässt sich nicht vermeiden, wir werden Soldaten verlieren. Schon wieder. Wie viel Held steckt in ihm? Oh Mann. Na. Oh, diese Dinger machen Schaden. Das ist wirklich gruselig. Oh, sie haben doch eine Offensive. Super. Nein, auf. Verdammt. Lasst meine Soldaten in Ruhe. Nein. Ich hab's gewusst. Ich hab Kenny getötet, ihr Schweine. So.
sie muss nachladen. Die Frage ist, will sie das hier tun oder sie hat keine bessere Deckung. Das Taxi brennt. Das wird wahrscheinlich bald in die Luft gehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier herrücke, fehlt sie gleich. Nein, grüner Bereich sieht anders aus, Mädel. Grüner Bereich sieht ganz, ganz anders aus. Ja, den Meldbehälter gebe ich auch verloren. Keine Chance, den noch zu kriegen in der einen Runde. Ist keiner mehr in der Nähe. Zu allem Unglück kommt jetzt auch noch Pech dazu. Ja, mit dem Flammenwerfer wäre das das gewesen. Und das Auto noch explodieren, wenn gereicht hätte. Dann wäre die Flugdisk hinüber gewesen. Aber hätte, wäre, wenn, bringt uns jetzt nicht weiter. Go, go. Na, 35 war zu wenig, das war klar. Und dann ist die Munition jetzt auch weg von unserem Rekruten. Die Thin Man, ja, sind natürlich nicht schön, dass sie da ist, nicht schön, dass sie da sind. Aber wir kämpfen gerade ums nackte Überleben. Leute. Komm schon, triff. So. Er muss definitiv nachladen. Da führt kein Weg dran vorbei. Mit Marvin möchte ich mich eigentlich mal zu ihm durchkämpfen, dass er noch eine Heilung kriegt. Das müsste noch passen. Ja, und natürlich, wenn wir die Chance haben, dann beschädigen wir es auch. Ja, warum sollte man auch treffen? Ich meine, ihr seid Soldaten. Hört mal. Kann doch keiner von euch verlangen, dass ihr den Gegner auch trefft, wenn ihr ihn beschießt. Ja, damit ist unser Halt jetzt auch kaputt. Holla. Naja. Also ich glaube, wir hatten mehr Missschüsse als Treffer in diesem Spiel. Soll ich nicht über Fehlentscheidungen hinweg täuschen oder so. Ganz klar, also die Drohnen hätten als erstes umfallen müssen. Das war ein klarer Fehler. Soweit, so gut. Wenigstens mal wieder ein Treffer. So, noch viel näher ranstellen geht nicht. Heute ist nicht mein Tag. Gut, wir stehen direkt vor dem Gegner und laden nach. Oh, haben wir es drauf. Tun wir noch, was wir können, um den Mech-Soldaten durchzukriegen. Aber sind wir mal ehrlich, keine Chance. Oh Mann. Ja, das wird wahrscheinlich der erste Wipeout. Da verlieren wir eine komplette Truppe. Ah, der Flächenangriff ist jetzt nicht so grausam wie... Vergiftet? Leute, das ist mies. Ja gut, sie hat es auch hinter sich. Sie hat jetzt noch eine Runde zu leben. In Bewegung.
spielt auch keine Rolle mehr. Ja, Sergeant Meyer wurde befördert. Vielen Dank, Spiel. Super Sache, das. Ja, immerhin zwei Schaden, das ist viel weniger als wir bräuchten, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ja, Schlagabtausch mit einem Roboter, das wird super. Mit ganz viel Glück kriegen wir einen Soldaten hier lebendig raus. Ich glaube nicht dran. Yep, aufgrund von Gift. Wir könnten mal versuchen, 100% Crit-Chance, 75% Trefferchance. Vielleicht kriegen wir sie down. Hop, go. Do it. Was eine Katastrophenmission. Ein weiterer Sieg. Was eine Katastrophenmission. Also mit dem Rekruten hatte ich ja gerechnet. Aber die anderen beiden waren so unnötig und... Ah. Okay, klarer Fehler von mir. Ich hätte mich um die Drohnen kümmern sollen. Dann wäre die Disk viel früher draufgegangen. Ganz klar. Meine Schuld. Aber die Zielsicherheit der Soldaten ist ja wirklich unter aller Sau. Wir brauchen dringend die Zielfernrohre. Meine Fresse. Okay, Leute. Bevor ich jetzt noch mehr Soldaten hinrichte, verabschiede ich mich für heute mal. Schlaf mal eine Nacht drüber und morgen schauen wir weiter. Bis dahin, Leute. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao.